Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris, Flucht nach vorn, wo wir einer Menschheit, der Planet unterm Hintern weg explodiert ist, versuchen, einen Weg in die Zukunft zu bereiten. Okay, wir haben hier eine Übersicht über die ganzen, nach relativer Macht sortieren, okay. Die sind alle überwältigend. Imperium, xenophobisch, Imperialisten, Schwarmbewusstsein, Imperialisten, Isolationisten und evangelistische Zeloten. Die sind alle. Gucken wir uns die mal an. Das sind hier so komische Mollusken. Das sind Steine, xenophobische Steine. Hier haben wir, ich glaube, ein Pilz ist das. Hier haben wir ein Schwarmbewusstsein von fliegenden Affen. Reptil-Imperialisten. Noch mehr Pilze. Isolationistische Pilze, die aber pazifistisch sind. Um die müssen wir uns nicht ärgern. Und noch ein Pilz. Autoritär-Xenophob. Auch nicht so toll. Dann Sklavenhändlerpilze, sehr viele Pilze in dieser Galaxie. Und dann kommen auch schon wir. Und die einzigen, die wir kennen, die schwächer sind als wir, sind diese Künstlertruppe und die Karawanserei und hier. Warum sind die? Verstehe ich nicht. Achso, weil nicht verfügbar. Das ist auch ein Fallen Empire, also die sind wahrscheinlich stärker als wir, aber hier wissen wir nichts. Hier haben wir keine Informationen. Über die. Darum können wir das nicht einschätzen. Okay, zumindest die hier mögen uns. Die mögen uns und die mögen uns. Und es sind eigentlich relativ wenige. Naja, gut, also die Evangelisten mögen uns überhaupt gar nicht. Und das sind hier die stärksten. Also das ist schon irgendwie ein klein wenig ein Problem. Die sind beschützend uns gegenüber. Okay. Waren die das hier? Nee, das sind die fliegenden Affen. Okay. Die sind vorsichtig. Na gut. Ja, wollen wir mal schauen, wo uns heute das hier hinführt. Wir haben immer noch ein paar Sachen auszugraben hier. Und was ist das hier? Der hat keine Befehle. Das heißt, den schicken wir jetzt hier hin. So. So, stimmt. Wir haben ja die Systeme umbenannt. Hier Atlantik, Pazifik. Und auf Thalassa haben wir noch 6 Jobs. Und auf Terra Nova haben wir auch noch 3. Das heißt, wir brauchen uns erstmal nicht wirklich kümmern. Das heißt, wir können einfach mal so weitermachen. So, schauen wir mal, wie die Forschung. Okay, Kriegserklärung, konstitutionelle Diktatur, Wahlmonarchie. Die haben Krieg, die Bufodan und die Jibru. Gucken wir mal, wo die liegen, ob die ein Problem sind. Ich weiß noch nicht mal, wo die liegen. Die Jibru sind hier und die Bufodan sind da. Das ist also ganz am anderen Ende der Galaxie. Das heißt, kümmert mich ein Scheiß, um es in der Sprache unserer Zeit zu sagen. Gut. Dann wollten wir nach der Forschung gucken, genau. Sternfeste erfinden wir gerade, aber wir setzen ja gerade die Roboter auf den neuesten Stand hier. Ja, der baut einen Bergbot. Und der soll bitte auch einen Bergbot bauen. Gut, dass wir das noch gesehen haben. So, die sollen beide Bergbots bauen. Weil die unseren normalen Robotern überlegen sind. Ja. So, und Terra Nova haben wir das zweite Holotheater fertiggestellt und jetzt sind die Leute auch wieder fröhlich. Das ist gut. Research Project concluded.
Sehr schön. Die Bergbot-Spezies haben wir. Jetzt dürften wir keine normalen Robots mehr haben. Ja, wir haben nur noch Bergbots. 12%. Sehr gut. Das ist gut. Und wir haben eine neue Ausgrabung gemacht mit den kleptomanischen Ratten. Im Zentrum der Stadt, mit Blick auf den Hauptplatz, befindet sich ein großer, angeblich geschmückter Palast mit einem grellen Neonschild, das sich Motel der Kaiserin liest. Daran befinden sich prunkvolle Kammern, die bis zum Rand mit Schätzen gefüllt sind, von denen aus die Kaiserin und ihr Rat regierten. Dort war auch das letzte Gefecht der Hamsterer, bei dem sie ihre Kaiserin und ihren kostbaren Rubrikator zu verteidigen versuchten. Mit etwas Glück ist der Rubrikator noch immer an seinem üblichen Platz, bei der lilafarbenen Schleife der Kaiserin zu finden. Kurios. Jo. Können wir handeln mit Leuten? Haben wir überhaupt was zum Handeln da? Also wir haben hier... Wir machen überall Plus gerade, sehe ich gerade. Das ist ja wunderbar. Ein Beschluss wurde verabschiedet, regulatorische Erleichterung abgestimmt und verabschiedet. Sehr gut. Ist hier Senatspause, okay. Minus 9 Nahrung, der minus 46 Mineralien. Es ist uns gelungen, einige Datenfragmente aus einem besonders gut erhaltenen Baol-Biocomputer-Fossil zu extrahieren. Dieses 10 Millionen Jahre alte Relikt scheint pädagogische Informationen zu enthalten, die für noch unreife Mitglieder der Spezies gedacht sind. Diese jungen Baol- oder Sprösslinge waren noch nicht bereit, die gesamte neuronale Verbindung des Schwarmbewusstseins zu erhalten und wurden daher mit Wachstumstechniken, Gartenbau und Ernährung vertraut gemacht. Diese Funde deuten darauf hin, dass die Gesellschaft der Baol Landschaftsgestaltung und Ökosystemmanagement betrieb und stark von diesem für ihr Überleben abhängig waren. Okay. Verblüffend. Guti. So, ich möchte aber bitte jetzt endlich mein Terraforming haben. 55 Monate noch. Verdammte Scheiße. Okay. Ach so, Autoforschung muss man erforschen. Okay. Was? Hifner schließt die Grenzen zu mir, okay. So, die Hifner sind die hier, ne? Unbekannt ebenbürtig überlegen, ja. Wir wollten eh neue Schiffe bauen, damit wir da an diesen Baum kommen. Vom letzten Mal hier. Das da, genau. Da ist der Baum. Okay. Wir brauchen mehr Verwaltungsbezirke. Verwaltungsgebäude, was auch immer. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht, wenn er da hier Sachen erforscht. Achso, der baut eine Sternenbasis hier. Construction online. Okay, das war's schon. Die Entdeckung weiterer Überreste eines uralten Baol-Biocomputers hat neue Einblicke in die Geschichte dieses planetoiden Schwarmbewusstseins geboten. Die Baol scheinen von einem einzigen Planeten, dessen Standort unbekannt ist, abzustammen und waren ursprünglich Teil einer nicht fühlenden Pflanzenvegetation.
Prähistorische Baol waren Klone ihrer Elternpflanzen und entwickelten nach und nach die Fähigkeit des Schwarmbewusstseins, um auf ihrem Heimatplaneten langsam und friedlich zu wachsen. Bemerkenswert. Da sind sehr viele Mineralien. Diese Welt möchten wir gerne. Und da bauen wir am besten auch gleich mindestens eine Sternbasis. Und hier bauen wir auch eine. Nein. Incoming Transmission. Wir möchten für die zukünftige Verbesserung der buvardanisch-terranischen Diplomatie auf Erde eine Botschaft etablieren. Auf Erde möchtet ihr eine Botschaft etablieren? Das wird schwierig, Leute. Erde ist nicht mehr da. Aber macht mal. Okay, das ist offenbar falsch übersetzt. Und hier ist... hier in Bewegung. Hier ist eine archäologische Stätte. Das heißt, dieses System bräuchten wir auch, ganz ehrlich. Wenn wir ehrlich sind. Dann brauchen wir hier eine Sternbasis und da eine Sternbasis am besten. Damit wir uns, das ist auch die einzige Grenze, die wir zu den Hilfen haben. Ne, hier sind noch zwei Welten. Erst Kontakt mit der Mutagen Merchant Guild. Ein wahrlich gutes Treffen, Freunde. Ich repräsentiere die Mutagen Kaufmannsgilde. Lasst mich der Erste sein, der euch im Ekferus-System willkommen heißt. Unsere Organisation besteht aus hunderten unabhängiger Mutagen, Handelskapitänen, die immer auf der Suche nach guten Geschäften tapfer die Widrigkeiten des Weltraums meistern. In unseren Einrichtungen könnt ihr eure überschüssigen Ressourcen umtauschen. Wir kontaktieren uns, bitte kontaktiert uns, wenn ihr an solchen Verbindungen interessiert seid. Okay, also hier unten, das ist aber unsere, ne? Construction online. An der archäologischen Fundstätte herrscht eine angespannte Stimmung und mehrere Archäologen widersprechen offen Sir Andrew Buxton darin, wie man am besten vorgeht. Der Fortschritt der Ausgrabung wurde drastisch verlangsamt. Bedauerlich. Okay. So, mal gucken. Wir haben hier was erfunden und jetzt können wir was... Synthetische Kristallanlage oder Korvetten. Rumpfstärke oder bessere Forschung. Ich meine... Ist ja eigentlich immer gut, wenn man das Billigste erfindet, aber... Ah, siehste. Okay. Bergbaustation. Forschungsstation. Und hier bauen wir eine Sternbasis. Gut. Oh, die Wächter, okay. Es waren die Wächter. Etwas ist in die Archäologen geraten. Die bisherige Ausgrabung wurde durch ungewöhnliche Unfälle, Verletzungen und Unglücksfälle behindert. Und jetzt geben selbst hochrangige Forscher mit jahrzehntelanger Erfahrung vor Ort den Wächtern die Schuld. Überwältigt von Aberglauben und Paranoia behaupten sie, dass sich die Statuen bewegen, wenn niemand zuschaut. Es deutet jedoch nichts darauf hin, dass ihre gelenklosen Gliedmaßen überhaupt beweglich sind. Die Angelegenheit geriet weiter außer Kontrolle, als Spuren von Biomaterie, die auf eine starke Blutung hindeuten, innerhalb einiger winziger Schnitte an den Gliedmaßen eines Wächters gefunden wurden. Kurios! Warum habe ich hier Zweifel? Ach so. Wissenschaftsoffizier Gisella Rossi wird vermisst. Sie wurde zuletzt bei Sonnenuntergang beim Verlassen des Lagers gesehen, um einen ruhigen Ort zu finden, an dem man die Wächter beobachten kann. In den Tagen vor ihrem Verschwinden äußerte sie bereits ihre Besorgtheit über die Sicherheit des Lagers aufgrund der wachsenden Anzahl von Überfällen. Beunruhigend. Oh wow, okay. Da ist es jetzt passiert. Krallen aus der Leere.
Aus dem Nichts ist ein knurrender, zischender Teufel erschienen. Mit einem einzigen Hieb seiner riesigen Klauen riss er das Archäologie-Shuttle, das das Ausgrabungsteam und den Rubrikator zu RF Asimov zurückbrachte, auf und drückte den Rubrikator heraus. Es scheint, als hätten wir endlich den Angreifer der hamsternden Ratten getroffen. Der Drache muss von ihren unzähligen Schätzen angezogen worden sein und scheint im königlichen Palast genistet zu haben, um sich an ihren toten Körpern zu nähren. Vielleicht war er auf der Jagd. Vielleicht hat er uns aus der Ferne beobachtet, als wir die Ruinen ausgegraben haben und nur auf den richtigen Moment gewartet. Er scheint etwas in unsere Richtung zu knurren. Leitet Ausweichmanöver ein? Spaceport lost. Okay, gut. Construction online. Super, das haben wir schon mal fertig hier. Bergbaustation. Forschungsstation und wir brauchen... Dreckige Korploliten, ihr habt euch zum letzten Mal in unseren Raumbereich eingenistet. Zieht euch sofort zurück, sonst werden wir den Schandfleck säubern, den eure wertvolllose Spezies im Universum darstellt. Oh, das sind die da. Oh nee, das ist doch meine archäologische Stätte, die wollte ich doch behalten. Shit. Ja, da. Okay, na gut. Dann eben nicht. Dann müssen wir halt hier eine Raumstation bauen. New technology discovered. Weil das ist ein Fallen Empire und ich habe gerade 21 bummelige Fregatten und die haben riesige Titanenschiffe. Also die Archäologen bereiteten sich schon auf die Abreise vor, als sie auf eine große verborgene Kammer stießen, die mit Artefakten, abgenagten Knochen und einer beträchtlichen Menge frischem Sabber gefüllt war. Dort, unter einem gebrauchten Nasenputzlappen der Kaiserin, auf einem vierbeinigen Tisch mit einem Schnitzwerk eines Gesichts, das sie als wirklich witzig empfunden haben, stand der Rubrikator, der Dingsbumsmacher, genau dort, wo er sein sollte. Ein kleiner, unbedeutend aussehender Würfel, der einen kontinuierlichen Strom von Artefakten hervorbringt. Der Rubrikator ist ein Replikator, eine geniale Alien-Erfindung, mit der nahezu jedes Artefakt endlos repliziert werden kann und schon bald gehört er uns. Das auf dem Planeten stationierte Team beginnt die Rückreise in die Sicherheit des Schiffes. Zum Glück werden wir nie erfahren, was die Hamster angegriffen hat. Hervorragend. Was? Habe ich jetzt den Rubrikator oder nicht? Bin mir nicht sicher. Nee. Okay. Dann muss ich mich hier um diesen Weltraumdrachen kümmern, der mittlerweile die Station im Sabrok-System kaputt gemacht hat. Ja. War klar. Auch um den können wir uns noch nicht kümmern. Da brauchen wir eine Flotte, die wahrscheinlich 30 bis 50 mal so groß ist. Ja, das ist ein bisschen Problem. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass, wenn wir uns um die kümmern können, dass wir uns dann das System schnell schnappen. Das heißt, hier brauchen wir uns auch nicht... also die Welt können wir uns vielleicht noch holen. Und hier haben wir auch noch Archäologie. Also das können wir uns wahrscheinlich alles holen. Das System nicht. Das ist zu nah dran wieder.
Auf AA23951 wurde ein Datenkristall der Grunow gefunden, der etwa auf 7 Millionen Jahre zurückzudatieren ist. Der Datenkristall enthält teilweise lesbare militärische Aufzeichnungen, die sich auf die Invasion des Planeten beziehen. Anscheinend erwarten... Anscheinend erwarteten die Grunor ein gewisses Maß an bewaffnetem Widerstand und waren nicht sonderlich beeindruckt von den unglaublich langsamen Ba'ol. Das Protokoll beschrieb die Leichtigkeit, mit der sie auf die verspäteten Antwort der Ba'ol reagiert haben und dies in einer äußerst abwertenden Weise interessant. Okay. Oh, wir haben hier ein Forschungsschiff ohne Forscher. Gucken wir mal, nehmen wir mal so einen Gehirnschneckenforscher wieder. Und wo da unten? Okay. Archäologie. Ja, fehlen 79. Von den... Oh, was ist mit der Asimov? Achso, okay. Dann Construction online. Wird das mal archäologisiert. Forschungsstation. Okay. Technology discovered. Oh, was ist das? Terraforming! Endlich, endlich, endlich. Und Vulkane. Dann können wir die letzten zwei Teilblocke entfernen auf der einen Welt. Okay, was machen wir denn zuerst? Was haben wir hier? Eine 16er, wir haben hier eine 17er und wir haben hier eine 22er. Mit atmosphärischem Halluzinogen. Die kolonisieren wir nicht. Die terraformen wir erstmal. Und zwar zu einer kontinentalen Welt. Dazu fehlt uns noch Energie. Flupp. Aber das kriegen wir hin. Zack. Das wird unsere neue Erde. Construction online. Cool. Oh, jetzt kommen die an und wollen mir hier die Welten wegnehmen. Das kannst du aber mal voll vergessen, lieber Hifner. Wir schließen mal die Grenzen. Construction online. Wo ist das Schiff? Prokion, okay. Construction online. Oh ja, hier haben wir ja tatsächlich noch eine Welt. Okay, es ist uns ein Forscher gestorben. Und zwar machen wir mal hier von der Einstein runter und okay, haben wir gerade da hingesetzt. Aber jetzt können wir dafür die hier, die ist viel besser, können wir die hier hinsetzen und Archäologie machen lassen. So. Neue Archäologie, wie schön. Wer ist denn da schon wieder? Noch ein Wissenschaftler und ein Gouverneur, okay. Josephine Niklas.
Vorläufige Ausgraben deuten darauf hin, dass das Himmelsobjekt direkt über einer weitläufigen Stadt heruntergekommen ist. Zum Zeitpunkt des Einschlages befanden sich die Einwohner auf einem technologischen Niveau, das vergleichbar mit unseren frühen Weltraumflügen ist. Da Hag 3 derzeit keine lebenden Spezies beherbergt, ist anzunehmen, dass das Ereignis der Anfang am Ende vom Ende dieser Zivilisation war. Es ist unklar, ob der gigantische Felsen zufällig auf die Stadt landete oder ob es ein bizarrer, katastrophaler Unfall war. Grabt weiter. New technology discovered. Oh, was haben wir da? Synthetische Kristallanlage, sehr gut. Jetzt könnten wir Zerstörer endlich, ein bisschen größere Schiffe. Und ich glaube, das machen wir auch, obwohl das das teuerste ist hier. Und wir müssen ein bisschen gucken, dass die Forschung besser wird hier. Construction online. Der galaktische Markt. Der de facto galaktische Handel, der von interstellarer Diplomatie umgebunden ist, existiert, seit wir zum ersten Mal entdeckt haben, dass wir nicht allein im Universum sind. Während neue Grenzen entdeckt und alte neu gezeichnet werden, haben die galaktischen Führer darüber abgestimmt, dass es an der Zeit ist, dieses kommerzielle Forum zu legitimieren. In den kommenden Jahren werden unabhängige Händler und Regierungsstellen versuchen, eine quasi zentrale Drehscheibe für den galaktischen Handel zu schaffen. Wir würden sicherlich davon profitieren, wenn dieses in das terranische Territorium fallen würde. Und sollten daher in Erwägung ziehen, eine unserer Welten dafür zu fördern. Verstanden. Admiral Malik Gorbani hat eine Gehirnschnecke, den rekrutieren wir mal. Für unsere Flotte 1 und für Flotte 2 könnten wir Amir Gorbani, das scheint sein Bruder zu sein. Nehmen wir die beiden Gorbani-Brüder. Die Gorbani-Brüder. Okay. Ja. Wo wir gerade dabei sind, bauen wir mal ein neues Schiff. Oh. Eine Analyse der Zusammenstellung der Wächter hat ergeben, dass die Statuen aus einem unbekannten Metall-Keramik-Verbundwerkstoff bestehen. Ein derartiges Material kann nicht von einer prähistorischen Gesellschaft hergestellt worden sein. Doch vorläufige Messergebnisse zeigen, dass die Wächter älter sind als alle bekannten Zivilisationen auf Terra Nova. Leider können die Scanner die Metallbeschichtung der Wächter noch nicht durchdringen. Kurios. Die Habseligkeiten von Gisella Rossi, einschließlich ihres Bewusstseinsbetrachters, einem Gerät, mit dem der Geist vor Störungen von außen isoliert werden kann, wurden auf einem Felsvorsprung mit Blick auf die Wächter gefunden. Stöcke, die einen halbfertigen Umriss einer der Statuen bilden, lassen vermuten, dass sie bei ihren Beobachtungen gestört wurde, als sie gerade deren Position markierte. Ihre Taschenlampe und ihr Scanner wurden zerstört unter einem abgebrochenen Stück eines Wächterflügels entdeckt. Der Scanner war in besonderer Weise modifiziert worden. Vielleicht könnte er uns helfen, die Schutzschicht der Wächter zu durchdringen, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn wir Gisella Rossi lebend finden möchten, müssen wir zusätzliche Ressourcen für die Suche umleiten, da sich ihre Überlebenschancen in der Wildnis von Tag zu Tag drastisch verringern. Einige Archäologen sollen bei der Suche helfen. So. Und dann würde ich sagen, ist auch fast schon wieder die Zeit um. Oh, aber wir haben noch eine archäologische Ausgrabung. Okay. Die vermisste Archäologin Gisella Rossi wurde bewusstlos und schwer verletzt gefunden. Sie versteckte sich im Unterholz unter einer natürlichen Felsformation und hielt einen blutigen Datenblock unter ihrem Arm.
Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und wegen einer schweren Hirnverletzung behandelt, die auf ein Trauma durch einen stumpfen Schlag hinweist. Obwohl ihr Zustand jetzt stabil ist, leidet sie noch immer unter Gedächtnisverlust und hat keine Erinnerung daran, wie sie die Wunden erlitten hat. Splitter einer einzigartigen Metalllegierung, aus der auch die Wächter geformt wurden, wurden in ihrem Schädelknochen gefunden. Alles, woran sie sich erinnert hat, dass sie sich vor jemandem versteckt hat und davon gelebt hat, was das Land geboten hat. Ihre Notizen enthielten jedoch einige weitere hilfreiche Informationen. Okay, mysteriös. Guti, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Wir haben es ein bisschen ausgebreitet. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Hifnars mittlerweile, weil wir wissen nicht, wie viele Schiffe sie haben und sie mögen uns nicht besonders. Vielleicht sollten wir Ernest Lee, der uns momentan vor der Galaktischen Gemeinschaft vertritt, wo wir sowieso keine Schnitte haben als mehr oder weniger Entwicklungsnation hier. Wir sind ganz am unteren Ende der Powerskala. Also brauchen wir auch vor der UN brauchen wir nicht groß irgendwelche tollen Typen. Schicken wir Ernest Lee mal hierhin zu denen, dass er unsere Beziehung verbessert. Vielleicht greifen sie uns dann nicht an. So, ansonsten, was uns bleibt, ist hier in den zwei Systemen möglichst gute Sternbasen aufbauen und das machen wir dann beim nächsten Mal. Okay, dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und liked und kommentiert und bla. Bis dann!